ja, ein paar Pokémon können wir uns auf jeden Fall noch fangen. Wir haben hier nämlich noch so komische Höhlen, wo wir noch rein können. Da vorne ist zum Beispiel so eine Höhle. Da sind, glaube ich, noch ein paar besondere hoffentlich drinne. Es fehlen auch noch diese ganzen Starter, die eigentlich irgendwo sein sollen. Ich bin mir halt nicht sicher, wir können ja noch weitere Pokémon in den Gebieten freischalten. Dafür müssen wir aber leider ganz viel BP sammeln, was wahrscheinlich ziemlich nervig wird. Ich wollte eigentlich auch mal nachschauen, wie man gut BP sammeln kann. Das habe ich leider jetzt vorm Stream tatsächlich gar nicht mehr gemacht. Aber ja, wir schauen einfach mal. So, weiter geht's in diese Höhle. Beziehungsweise ich guck mal eben schnell, was hier vorne ist. Da schauen wir mal kurz rein. Haben wir schon. Ach, okay, das haben wir, glaube ich, letztes Mal. Weiß ich gar nicht, was wir letztes Mal gesehen haben. Aber es gibt jetzt tatsächlich so eine mehrere so eine Höhlen. Das ist die Fackel-Labyrinth-Höhle, ne? Da waren wir schon mal drinne. Aber nicht überall. Das ging, glaube ich, ziemlich verwirrend irgendwo weiter. Genau, da geht's weiter, da geht's weiter. Was ist das jetzt? Das ist einfach Deko, glaube ich. Okay, okay. Waren wir hier nicht? Ich glaube, genau hier waren wir, oder? Ne, hier waren wir anscheinend noch nicht. Super, Diktri kann man hier auffangen, was wir aber eigentlich, glaube ich, schon haben, genau. Ich glaube, ich habe es einfach entwickelt. Ich hoffe zumindest, dass es hier noch neue Pokémon gibt. Wäre ziemlich lame, wenn es hier genau die gleichen gibt, die es auch draußen gibt. Hier gibt es auf jeden Fall auch Trainer, aber ich weiß nicht, ob die als Trainer in dem jeweiligen Gebiet zählen oder ob das extra zählt. Hm, egal, wir kämpfen einfach mal. Aber ich brauche eigentlich immer noch mal so ein Drittbildschirm. Das wäre immer noch mal ganz praktisch, aber eigentlich ist es auch. Manchmal denke ich, ich brauche ihn, manchmal brauche ich nicht. So, das Tintenfisch-Pokémon, da haben wir nämlich tatsächlich auch noch gar nicht. Genau. Ich hoffe, dass wir hier überhaupt irgendwelche Pokémon noch finden, weil ich weiß echt nicht, wo wir sonst die anderen 100 herkriegen sollen. Also ich glaube, 6 gibt es bei uns in der Version nicht. Das ist schon mal klar. Mana hat noch eins. Weiß auch gar nicht, warum das jetzt vergiftet ist, aber. Und es ist paralysiert. Ja, das Sengo ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Müssen wir mal gucken, ob das andere auch noch platt gemacht wird. So, Riesenhammer. Trifft. Nice, nice. Hast du noch ein viertes Pokémon? Ja, Seaogon. Sollte eigentlich. Ja, zurückgeschreckt. Aber aus anderes Verlass. Ich wollte eigentlich mal meine Pokémon wechseln, ne? Fällt mir gerade so ein. Weil ich finde es ein bisschen doof, mit Grand Fashita hier zu kämpfen. Und wobei, die anderen kriegen ja auch EXP, ne? Das ist ja früher nicht so gewesen. Die kriegen an sich zwar mehr, wenn sie selber kämpfen, aber es ist halt eigentlich dann doch egal. So. Die gab es tatsächlich schon mal. Das gab es auch schon mal. Was ist das hier für ein komischer Stein? Hat der irgendeine Verbindung? Außer, dass man da festbackt. Muss ich eventuell hier diese Steine... Kann man damit irgendwas machen? Ist das einfach nur Deko? Oder muss ich da irgendwie...
Okay, das Dick da. Das finde ich halt wiederum cool. Es sind so einige echt coole Momente, wo die sich so richtig cool bewegen, auf Bäume klettern, unter einem Baum schlafen. Oder jetzt halt zum Beispiel das hier, dass sie sich da einfach im Boden vergraben zwischendurch. Gurte gab es aber auch schon tatsächlich. Bin mir nicht sicher, ob wir nicht hier damals runtergekommen sind. Aber da muss ja bestimmt noch irgendwas Besonderes in diesen Höhlen sein. Ich glaube, da kamen wir letztes Mal rein. Ja, das ist das, wo wir reingejumpt sind. Oh, und da. Aber bitte nicht in die Pokémon crashen. Danke. Manchmal ist es echt gefährlich in diesen Höhlen, weil du kannst halt nicht mal groß ausweichen. Jetzt können wir noch hier lang. Boah, ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt hier, was man machen kann. Müssen wir mal gucken. Weil ich weiß nicht, ob die mittlerweile wieder sowas machen. Früher gab es dann halt einfach so Höhlen. Und da waren dann einfach irgendwelche Statuen oder was weiß ich, die musste man dann verschieben. Und dadurch hatte man dann halt irgendwas freigeschaltet. Zugang zu irgendeinem Pokémon, da gab es dann irgendein Mysterium in den Höhlen und so. Ist halt zuletzt eigentlich relativ wenig in den neueren Teilen. Ich bin in der Liga AG. Toll für dich. warum ist hier selbst ein Fleckmon in... Oh, das Dick da kann da einfach runter, den Berg. Ich kann in der Luft nichts machen. Sag mir nicht, du schaffst es nicht, da runter zu laufen. Jetzt habe ich dich da unten gewischt. Okay, okay. Ich fürchte, dass das hier aber schon wieder der Ausgang ist. Ja. Oh, wo sind wir denn hier? Das ist ein Unterrichtsding. Ist das nicht das Unterrichtsteil vom Fluss? Nee. Was haben wir denn hier? Ach, wir waren hier, ne? Bei dem waren wir Unterricht. Hier oben waren wir gar nicht. Ah, okay. Aber ich ist glaube ich auch nicht. Da unten wäre nochmal eine Höhle. Ich glaube, das sind einfach alles andere Ausgänge. Von dem. Ja, Brubella müssten wir auch schon haben. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder rein. Ich weiß immer noch nicht, ob wir noch wieder Unterricht machen können. Aber hier würde ich tatsächlich den Unterricht nochmal machen. Den finde ich ganz cool. Diesen reinen Schulunterricht, den es da in einer normalen Schule gibt, der war einfach... Ich weiß es nicht. Hier. Und das brauchen wir auch noch, das Geowatz, das möchten wir nicht mehr haben. Jetzt. Das macht zwar nicht so viel Schaden, aber... Ah, der Voltabsorber. Ja, verdammt. Daran habe ich nicht gedacht. Das fand ich damals immer so ein bisschen verwirrend. Elektroattacken können ja wirklich Steine treffen. Nur Boden halt nicht. Ja, also bei jetzt habe ich natürlich mach einfach Wutanfall. Oh, der hält ordentlich was aus.
Der hat dafür Blitzfänger. Der stärkt ihm halt, ne, den Spezialangriff. Was nicht so viel Sinn macht, weil ich glaube, er hat eher Angriffsattacken. Oder gar keine Attacken mehr. Wir gucken mal. Lantern ist auch weg. Ich hoffe halt, dass die mit dazu zählen oben, je nachdem, welchem Gebiet das hier ist. Kann natürlich sein, dass das wieder ein extra Gebiet ist. Weil wir kriegen da halt auch dann im Endeffekt BP. Zum einen leveln wir natürlich jetzt ein bisschen, was glaube ich nicht mehr so viel bringt. Ich weiß aber nicht, ob es hier nicht vielleicht doch noch irgendwelche Kämpfe gibt, die stark werden könnten. Ja, nice. Und wer weiß, was wir für Items kriegen, wenn wir halt irgendwie eine gewisse Anzahl an Gegnern besiegen hier. Vielleicht kriegen wir da auch welche Items, die wir brauchen. Von der Liga AG, die sind immerhin nicht ganz so schwach. Jetzt ist dieser eine Raum, der war vorhin echt verdächtig mit dem Stein und diesen vier Dings darum. Jetzt sind wir schon wieder woanders. Okay, jetzt sind wieder diese Steine. Haben die irgendwie. Das sind wieder vier von diesen Steinen. Muss ich die vielleicht in einer gewissen Reihenfolge? Der leuchtet so komisch, wenn ich darauf gehe, oder? Kann das sein? Die muss ich mir merken, wo die roten sind und wo nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht denke ich da auch wieder viel zu viel. Und im Endeffekt hat das einfach keinerlei Verwendung. Einfach komplette Deko-Geschichte. Wenn ich jetzt hier schon wieder... Das ist nämlich auch so ein komischer Stein. Genau, ah, jetzt sind wir hier. Genau, das war der einzige Weg, wo ich vorhin noch nicht lang bin. Okay. Hier sind zum Beispiel auch. So, dann fahren wir hier nochmal wieder hoch. Da war nämlich noch einmal. Mal abgesehen davon, dass ich mir nicht sicher bin. Dass hier stehen einfach viel zu viele Pokémon im Weg rum. So, gegen den haben wir vorhin gekämpft. Hier sind es komischerweise immer überall zwei Steine. Vorhin waren es halt immer nur ein Stein. Ich kann mit denen nicht reden, ich kann mit dem Stein nicht reden. Der ist aber halt echt so verdächtig. Ich weiß aber nicht, ob das irgendeine Verwendung hat. Das ist definitiv nicht gewollt. So, ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir vorhin gegangen sind. Da vorne geht es mit drei weiter. Vielleicht ist das der richtige Weg, aber ich war hier noch nicht. Okay, okay. Ich weiß noch nicht, weil das jetzt so halb war, ob ich das jetzt nicht gerade verhauen habe. Jetzt sind wir hier bei 3. Gibt das Sinn?
Dann müsste aber das hier das Ziel sein, oder? Sind wir ja schon wieder hier. Es ist halt ein Labyrinth und ein Labyrinth muss irgendwo hinführen. Und das muss doch hier irgendeine Antwort sein. Diese beiden Steine, die auch verdächtig. Hier komme ich halt wieder raus. Da war ich ja schon. Jetzt will ich nicht erzählen, dass da ist doch garantiert irgendwas. Die haben so ein. Am Anfang sind sie bei einem, dann bist du bei zwei und dann bist du bei drei. Aber ich komme nicht bei vier. Dann gibt es den Raum hier noch. Aber es gibt manchmal so. Ich weiß nicht, ob die Roten irgendwas zeigen. Hier sind aber auch wieder diese. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Okay. Das sieht ganz weird aus. Das ist ein. Sieht das einfach von dem Licht hier so komisch aus? Ist das ein besonderes, weil es sieht nicht so aus wie die draußen, aber es sieht, glaube ich, einfach von dem Licht hier, von dem Wasser so aus. Ja, das Wasser spiegelt auch so komisch. Klasse, Fleckmann wurde gefangen. Wir brauchen E2, also. Das ist einfach die Galaform. Ja, aber jetzt sind wir hier an einem Ort, wo wir noch nicht waren und jetzt geht's hier wieder los. Ich habe zwar das Prinzip nicht ganz verstanden, wieso wir jetzt in der Höhle hier gelandet sind oder warum wir hier rüber mussten. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Und Silberkronkorken. Nur die Frage, ob wir da hinten weiter oder hier weiter mussten. Jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir aber, glaube ich, schon. Ich bin mir halt nicht sicher, ob sich das Ganze verändert. Das ist einfach ein Ausgang. Ah, Hibiskus. Okay. Hat sich erledigt. Tja. Ey, der Labyrinth hat meist irgendeinen Sinn. Es hat irgendeinen Schatz oder ähnliches, weil sonst wird es nicht Labyrinth heißen. Aber ich habe es noch nicht ganz raus. Aber hier ist auch so eine Brücke, die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Was sagt man, Simon? Wir brauchen noch Sidra King. Das ist noch das, was wir brauchen. Doppelt gemoppelt. Sollte schnell gehen.
Hat er noch mehr? Das sind immer diese Liga-AG-Leute, die immer so ein bisschen stärker sind. Die sind immer so. Die haben dann auch wirklich ihre 4 Pokémon. Das war. Ich habe auch übrigens immer noch die Beldra drin, ne? Klatsch, klatsch. Ja, nice. Okay, Knurrfarm macht nicht so viel Schaden. Und dafür geht mein Grandfall-Cheater jetzt wahrscheinlich drauf. Ja, und das Miraidon hat es aber gerade so überlebt. Müssen wir uns gleich mal heilen. Leider sind Doppelkämpfe gleich, Niederlagen in Doppelkämpfen gleich doppelt frustrierend. Dafür sind Gewinne in Doppelkämpfen auch doppelt erfreulich. So, ich mache jetzt mal kurz was. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Ist die hier nicht? Oh, boah, doch, wahrscheinlich schon. Muss ich nur suchen, wo ich die finde. Da. Dann kann ich wenigstens öfter Blitztour handeln. Oh. Kann ich mich. Das ist Klassenzimmer. Küstenraststätte. Ich bin aber der Meinung, da war noch eine zweite Höhle, auf jeden Fall so eine Eishöhle. Aber ich bin auch der Meinung, wir sind da immer noch nicht durch. Okidoki. So. Wir sind nicht im Küstenareal, ne? Und hier kann ich auch schon wieder keine TMs herstellen. Und da. Ich hasse das. Kämpft gegen 5 Leute. Was gegen 4 gekämpft? Nein. Wir sind im Küstenareal, oder? Oh mein Gott, wie wir das outgekommen hatten eigentlich. Es ist durch und durch gelaufen, während wir ein Foto gemacht haben, aber dann hat es sich dummerweise umgedreht. Ja.
Haben wir das schon? Das ist dieses... Wir holen uns gleich mal. Wenn wir die Items klären. Ich finde schade, dass es hier nicht so Höhlen gibt oder mal... andere noch gibt. Okay, das reicht sogar schon immer aus. Wir müssen es nicht mal groß fangen oder wir müssen einfach nur überrumpeln. Okay, was auch besiegt. So, und ich will immer noch mein Dings austauschen. Das ist Libeldra, macht halt gar keinen Schaden. Terrapagos klingt halt auch nicht so stark. Aquarelle, das ist normal und stellar. Ich glaube, das ist mir zu OP. Stahldrache. Und wir packen einfach mal eins rein, was wir dann so zwischendurch entwickeln können oder so. Ah ja, das ist Kurelei, das haben wir schon. Okidoki, dann müssten wir eigentlich eine TM herstellen, aber das ist auch schon wieder viel zu weit weg, wo wir das machen können. Finde ich ein bisschen doof. Oder können wir das übers Menü machen? Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut, müssen wir gleich mal gucken. Das Bummels, Alter, das ist ja mal mega fast unterwegs da hinten. Du hast gerade gesehen, du. So am Schwimmen auf dem Land, aber dann richtig schnell. Hätte ich es nicht erwartet. Die haben alle irgendwie 4 Pokémon. Das finde ich dann halt auch schon wieder ein bisschen lame. Da gibt es nicht irgendwie welche, die mal nur eins haben, mal welche, die... Okay, da 3. Okay, ich nehme es zurück. Das hat nicht jeder. Ah, okay, da wurde dick angegriffen. Nicht jeder 4, aber die meisten haben irgendwie 4. Ja, das wird ein bisschen doof. Okay, es ist nicht sehr effektiv. One-shotted ist aber trotzdem. Nice, nice. Akademie-Schüler Leo.